Wir feiern dieses Jahr den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Und auch wenn wir aufgrund der Umstände diesen Geburtstag leider nicht so feiern können, wie wir es gerne hätten, wollte ich mich dem Thema doch mal widmen. Als Bonnerin beschäftigt man sich zwangsläufig mit Beethoven. Einfach schon, wenn man auf den Marktplatz kommt und diese große Beethoven-Statue sieht oder wenn man in der Bonngasse an seinem Geburtshaus vorbeikommt. Und deshalb wollte ich mich als Bonnerin in diesem besonderen Jahr den Kompositionen widmen, die Beethoven noch in seiner Bonner Zeit komponierte, bevor er im Alter von 22 Jahren endgültig nach Wien umzog. Als erstes habe ich die 9 Variationen über einen Marsch von Dressler, die er im Alter von 10 Jahren komponierte und die im Jahre 1782 veröffentlicht wurden. Ludwig van Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 hier in Bonn geboren, in der Bonngasse 20. Er hatte später noch 2 jüngere Brüder, zum einen Kaspar Karl, zum anderen Nikolaus Johann. Sein Vater, Johann van Beethoven, war selber Sänger an der Hofkapelle hier in Bonn und unterrichtete den kleinen Ludwig schon sehr früh, gemeinsam mit anderen Kollegen, im Klavierspiel, an der Bratsche und an der Geige. Und das schien recht erfolgreich zu sein, denn schon im Alter von 7 Jahren, am 26. März 1778, war der kleine Ludwig bereit für seinen ersten großen Konzertauftritt in Köln. Ein Jahr später, im Jahr 1779, wurde Ludwig dann Schüler vom Hoforganisten Christian Gottlob Neefe. Und er wurde einer seiner wichtigsten Lehrer, nicht nur, weil er ihn in Komposition unterrichtete und unterstützte, sondern weil er ihm auch dabei half, seine ersten Kompositionen im Druck zu veröffentlichen. Die erste Form, die Komponisten damals lernten, war meistens die Variationskomposition, weil sie verhältnismäßig leicht zu machen ist. Also man nimmt da meistens ein 8-taktiges Thema, in dem Fall ein Thema mit Marschrhythmus vom deutschen Komponisten Ernst Christoph Dressler und legt es diesem Werk zugrunde. Und nachdem das Thema dann vorgestellt wurde, wird es weiter verarbeitet und variiert in folgenden Variationen. In dem Fall sind es 9, die Ludwig van Beethoven verwendet hat. Und die Stilmittel können ganz unterschiedlich sein. Also man kann beispielsweise die Melodie abändern durch Umspielungen, durch Verzierungen, Triller, durch Unterbrechungen. Man kann aber auch die linke Hand in ihrer Begleitung abändern. Da sind der Fantasie wirklich gar keine Grenzen gesetzt. Was einem rückwirkend auffällt, ist, dass Beethoven hier im Endeffekt schon Merkmale für sich entdeckt hat, die er auch später immer wieder gerne in seinen Kompositionen verwendete. So eben dieser besondere Charakter der C-Moll-Tonart, der Marschrhythmus, überhaupt die Variationskomposition. Und das ganze Stück ist für die damaligen Zeiten schon sehr virtuos und sehr anspruchsvoll gewesen, sodass man dann schon sehr früh erkennen konnte, was für ein herausragender Pianist Ludwig van Beethoven werden sollte. Und jetzt spiele ich das erste Stück, was Ludwig van Beethoven hier in Bonn komponierte, die 9 Variationen über einen Marsch von Dressler.